Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Rise of Insanity oder zu Deutsch Aufstieg des Bösen. Ein kleines Horrorspiel, mal was ganz Neues auf dem Kanal, wie ich finde, muss aber auch mal sein. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ich weiß eigentlich gar nicht, was man genau machen muss. Ich weiß nur so viel, dass wir in dem Kopf des Menschen, glaube ich, sind. Wir können aber ganz kurz mal in die Einstellung gehen. Das sieht gut aus. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt ins Spiel rein. Und neues Spiel. Achtung, das Spiel könnte verängstigend wirken oder enthält Horror. Gefährlich für Leute mit Herz- oder Epilepsie-Problemen. Jeder spielt auf eigene Gefahr. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich würde sagen, wenn ihr Angst habt, ist nicht schlimm. Ihr könnt ja Pause drücken. Ich kann wahrscheinlich auch Pause drücken. Okay. Keep calm. Relax. And calm down. From all your senses. My name is Dr. Stephen Dye. You're here because your disorders started to get out of control. You ceased to behave normally. And disturbing thoughts took control of you. You will undergo my original therapy. I will show you the film I created. And at the end, you will tell me what feelings you have when I watch it. And if you saw anything wrong. Okay, dann schauen wir mal den Film. Das ist eigentlich ganz. Scheinen in Therapie zu sein. Ich finde es ehrlich gesagt etwas interessant. Anscheinend sind wir jetzt total durchgedreht, wie mir scheint. Ich guck mal, ob ich das laden dann doch raus, weil man muss vielleicht dazu sagen, es ist eine Early Access auf Steam. Ich glaube, es geht weiter. So. Schon Tinnitus, das liebe ich ja, ne? Oh, nett hier, ne? Ein bisschen verschwommen, aber sonst können wir denn schon. Okay. Wie können wir uns denn umschauen? Sollte noch etwas hier tun. Das Problem ist, dass wir uns aus irgendwelchen Gründen gehen wir ganz kurz in die Einstellung. Habe ich den Controller drin? Nein, der ist nicht an. Stellen wir die Feinheit der Maus ein bisschen ein. Ah, jetzt geht's ganz gut, okay. Okay. Test a new therapy.
Also, wir haben als erstes ein erstes Gespräch, für alle, die es vielleicht nicht lesen können. Eine erste Diagnose. Okay, wir haben auch schon eine neue Therapie getestet und jetzt warten wir für die... Ah, okay. Jetzt sind wir auf Englisch. Auf Deutsch, Entschuldigung. Auf das Ergebnis warten. Sehr interessant. Ne? Wenn wir alle seine Ordnung haben, wollen wir die gute Ding mal wieder... Hier ist irgendwas im Weg. The patient's data. Edward. 41 years old. Day, September 1st. I know Edward as far back as I remember. He worked as a gardener in our neighborhood. From the preliminary interview, I got to know that he suffers from a dream disorder. He has constant nightmares and can't sleep well, as well as a memory disorder. Sometimes he doesn't remember what happened a couple of days or hours ago. I have some suspicions connected with his case, but it's too early for the detailed diagnosis. Okay, wir können uns die Sachen also auch genauer angucken. Guck mal hier. Da ist anscheinend nichts Relevantes für uns drin. Naja, belesener Mann scheinen wir zu sein oder jemand anders. Oh. Ach du meine Güte. Okay, wir gucken uns erstmal die kleinen Schubladen an. Hatte ich nämlich noch gesagt. Mal gucken wir uns erstmal hier. Ball. Also Bälle in Horrorspielen sind ja nie was Gutes, ne? Ah. Okay. Interessant. Frage ist nur, warum ist es im Schrank? Guck mal hier, was der... Okay. Hier scheint nichts Besonderes drin zu sein. Aber da unten... In den unteren Schränken. Okay, eine Quietscheente. Ah, ja, ja. Okay. Kommt jetzt gleich ein Hund oder sowas ähnliches? Okay, ich würde sagen, wir gehen mal raus. Oh, ja, sehr interessant. Hm, ein Gang und hier wieder eine Schranktür. Ein Holzauto. Ja, mal sehen. Oh, der Ton war nicht. Aha, hier. Noch was. Interessant anscheinend. Aha. Dr. Down will launch his new facilities. Dr. Downs experimentelle Behandlungsmittel lässt Kontroversen aus. Okay, macht er etwa hier krumme Geschäfte? Ah ja, Fahrstuhl. Ah, do not cross. Ich dachte, das wäre ein Fahrstuhl. Können wir auch rennen? Okay, wir können auch rennen. Das ist gut zu wissen. Ich hatte auch mal so ein Spiel. Könnte man auf der Titanic rumlaufen. Wir wollen ja nicht alles dreckig hinterlassen. Aber was soll das mit der Quietscheente und dem Auto? Ich meine, klar, die Sachen sind schon sehr komisch dort platziert, aber... Okay, Lampe... Ui, das gefällt mir ja gar nicht, ne? Also ich mag ja auch nicht so gerne Clowns. Okay. Kann es sein, dass wir der Mörder sind? Madness Symphony. Okay. Oh. Dear Mrs. Downwell. Ach, wir wollen direkt die deutschen Texte. Sehr geehrte Frau Downwell, ich wollte Sie nur in Erfahrung bringen,
dass sie mir bezüglich des ersten Gartenstreits freie Hand gegeben haben. Ich würde da also Dahlien anpflanzen, die mit Clematis-Pflanzen betont werden. Alles werde ich so. Okay, ja, sehr schön. Scheint von der Nachbarin. Scheinen wir nicht vorzuhaben zu öffnen. Boah, jetzt ist auch alles hier irgendwo. Okay, ich höre Stimmen. Okay, hatten wir hier draußen jetzt alles schon? Ach, das Radio ist das. Telefon. Telefon können wir nicht telefonieren, haben wir kein Netz. Das rauschte so, der Fernseher. Vielleicht der Brief? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so wirklich. Die Spülmaschine an. Ah. Theodore Downwell, English 56656. Also. Ah, okay. Sind es denn jetzt gut genug? Ich würde sagen, ja. Weil auf Deutsch. Okay, Mülleimer. Honey, please turn off the TV. It's gonna be stormy. Wer war das? Fernseher ist jetzt aus. Da müsste es das Telefon. Hier war irgendwo ein Telefon, das habe ich gesehen. Am I talking with Dr. Stephen Dowell? Okay. Auch nicht schon wieder Laderei kommen. Ah, geht doch. Okay. Wer bin ich jetzt? Anscheinend bin ich jetzt in der Klinik. Patient Edward, okay. 41. Day September 11th. September. Patient has told me about his dreams where he tries to murder his wife and child. As far as he said before, he's a bachelor and he hasn't said anything about children. It could be some traumatic memory from his childhood. I have to get to know about it during our next meeting. It is a harder case than I expected. Some symptoms indicate that the patient can possess multiple personality. But these are only suspicions. I have to ask my friend, Abraham. Okay. Okay, was war hier drin? Genau, hier war nichts drin. Da ist noch ein Post-it. Something curtain. Please come to the Morgan to help. Nur mal hier für alle, die es lesen möchten. Okay. Das heißt, wir gehen anscheinend jetzt gleich in den. Joa, noch ein Zettel. Uiuiui, das lesen wir. Dear Abraham, bitte entschuldige mir, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich hatte wegen der Familie und der Arbeit echt wenig Zeit. Ich hoffe, dir geht's gut. Wie geht's Barry? Ich arbeite jetzt mit einer Sache. Patient Edward, 41 Jahre alt, hat Schlaf- und Gedächtnisstörungen. Seit kurzem hat er auch geringfügige Ticks. Von Zeit zu Zeit biegt er plötzlich und sehr seltsam einen linken seinen linken kleinen Finger. Er berichtet die ganze Zeit nur einen und denselben Albtraum zu haben. Er meinte, er wollte da seine Frau und sein Kind töten. Er macht das zwar nicht, da er kurz vor dem Ende aus dem Traum erwacht,
Es ist extrem merkwürdig, da er weder eine Frau noch ein Kind hat. Was denkst du darüber? Es kann sein, dass es ein Anfang einer Schizophrenie ist. Du hast in dem Bereich aber viel mehr Erfahrung. Viele Grüße, Stephen Downey. Das heißt, unser Patient scheint dieser 41-jährige Mensch zu sein und der scheint eine Schizophrenie zu bekommen. Das ist nicht gut. Okay, guck mal hier. Ja, wie gesagt, belesener Mensch. Poster. Ich denke mal, wir können jetzt hier gehen. Ich gucke aber lieber nochmal auch hier alles nach. Das hatten wir. Ja, dann können wir jetzt eigentlich mal hier die Klinik erforschen gehen. Ich denke mal, das ist hier die Klinik. Das kommt mir wie in einem Film sehr, sehr bekannt vor. Was haben wir hier? Hier ist Behandlungsraum 6. Oh, hier ist wirklich Behandlungsraum 6. Guck mal, hier sind die Medikamente drin. Musik lässt mich ja auch wirklich hier ein bisschen City News. Mother and a 7-year-old son murdered. Hä, aber ich dachte, er hat Entschuldigung. Aber es hieß doch, dass er... Oh. Schade, hätte sein können. Aber es heißt doch, er hätte keinen Sohn, oder nicht? Wie steht der Ausgang? Okay, das hört sich gar nicht gut an. Wir gucken erstmal weiter. Kann es sein, dass hier was nicht stimmt? Irgendwas übersehen? Muss ja. Also das hier ist ein Behandlungsraum. Da sind wir uns, glaube ich, einig, ne? Schön die Türen wieder zumachen, alle. Hier habe ich auch alles gefunden. Und hier kommen wir. Mehr gesagt rein. Da möchte ich ehrlich gesagt gar nicht runter. Ja, was müssen wir denn jetzt machen? Merkwürdig, weil hier in die Ecke noch ein Raum, aber da kommen wir auch nicht rein. Ne? Machen wir alle Türen zu. Also wir scheinen hier wirklich in einem Krankenhaus zu sein. Können wir auch nicht. Würde mich allerdings freuen, der Aufzug scheint kaputt zu sein. Okay. Ich hasse Aufzugfahren. Überhaupt, ich hasse Aufzugfahren. Leute, bitte. Gar nicht schön, ne? Scheiße. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns in einer neuen Folge wieder. Wann das genau sein wird, kann ich gar nicht sagen. Es kann auch ein bisschen dauern. Denn ich glaube, ihr habt jetzt auch ein Stück weit Tonig gehabt. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Wann das genau sein wird, weiß ich nicht. Es wird so ein kleiner Lückenfüller sein an den Tagen, wo nichts kommt. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis dann.